Servus Leute und willkommen zurück zu diesem Video. Es ist ein Video, das einige von euch schon kennen und zwar geht es um den Aufbau vom Studio. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, in den letzten Streams, in den Stories, ich habe ein Studio gemietet für YouTube und die Entstehungsgeschichte vom Unterschreiben des Vertrags bis hin zum Umbau bis zum Ende, aber das Ende ist nicht, wie jetzt das Studio schon ist, sondern das Ende war der Anfang vom 14-Stunden-Stream, deswegen war es auch das Intro vom 14-Stunden-Stream. Ich werde auch nochmal eine Tour machen, wenn das Studio wirklich fertig ist, das würde aber noch ein bisschen dauern. Wir haben noch viele Sachen, die wir noch ein bisschen optimieren wollen, gucken, wo wir was hinstellen und so weiter. Aber der Aufbau vom Studio bis zum 14-Stunden-Stream, jetzt nochmal im Video, viel Spaß. Leute, ich habe gerade ein fucking Studio gemietet für YouTube. Hier hinten drinne ein fucking Studio. Holy shit. So, also hier vom Eingang aus Küche mit angeschlossenem Bad. Kleine Küchenzeile, paar Schränke. Dann der Flur. Hier wäre Raum 1. Dann wahrscheinlich Studio. Ich mache mal die normale Kamera an, dann kann man sich es vielleicht besser vorstellen vom Winkel. Also das ist hier Raum 1. Potenziell hier eine Wand. Hier eine Wand. Potenziell da eine Wand fürs Set. In der Mitte dann Kamerastuff und Co. Und dann gibt es hier noch einen zweiten Raum. Der könnte dann Büro sein. Büro/Streaming-Raum. Also das wäre schon ziemlich cool. Ja, passt. Ein großer Tisch rein, so ein Konferenztisch, und passt noch ein Schreibtisch rein. Also das ist schon sehr, sehr nice. Das erste Stock. Guckt man auf die Straße. Ja, das passt schon sehr, sehr gut. So, die ersten Möbel im Studio am Start. Der Sessel und Sofa. Es geht los. Verstärkung ist angerückt. Die ersten Lichter, die ersten Stative, pipapo. Let's go, es kommt rüber. Also Flur sieht noch so aus, die Sachen sollen noch geholt werden. Und so sieht gerade der Nebenraum aus, wir haben schon den Sessel geholt. Das kommt, also die Regipsplatten und das Holz kommt dann als Unterkonstruktion an die Wand. Hier ist schon die Couch und wir haben schon ein paar Pfeifen rübergefahren. Die sollen dann alle später in die Regale, die hier an der Wand entlang gehen sollen, stehen. Boah Leute, heute wäre ich fast durchgedreht, ne? Der Vormieter wollte heute kommen und das schon alles machen und dann hat es gedauert und deswegen ist es jetzt einfach 7:45 und ich habe literally noch nichts angefangen von dem, was heute fertig sein sollte. Diese Wand ist gerade mal abgeklebt. Diese Wand ist noch genau wie vorher im Nebenraum. Im Nebenraum sieht es einfach auch noch fast aus wie vorher, abgesehen davon, dass eben abgeklebt ist. Ja, wird wohl eine Nachtschicht, sage ich mal. Ne? Wird wohl eine Nachtschicht. So ein paar Sachen sind hier umgezogen, aber oh Mann ey, das wird was. Naja, ran an den Speck. Let's go, das Wand. So, die erste Wand habe ich durch, habe ich ja eben die Zeitrafferaufnahme gezeigt. Ich schätze, wir müssen eh noch ein zweites Mal drüber gehen. Oben bin ich nicht ganz so zufrieden, beim Rest schauen wir mal, wie es getrocknet aussieht. Ne? Jetzt bin ich gerade drüber gegangen. Ja, gucken wir mal. Ne? Ich denke mal, ich muss eh noch ein zweites Mal drüber gehen, weil die soll schon ziemlich geil aussehen. Also sie muss gut werden, die Wand, weil die wird man ja oft auf Videos sehen. Naja, machen wir uns mal an die zweite. Ne? Ist ja auch erst 9:30 Samstagabend. Man kennt die. So, Wand Nummer 2 ist auch fertig. Köpfchen ist auch durch. Wand Nummer 2 ist fertig. Jetzt geht es gerade drüben weiter.
Zickzack, das heißt, wir kommen. Matze und Konsti. Hier. Sind gerade an den Latten. Weiter kommen wir nicht. Da muss das alles dran. So, Leute, ich glaube, wir müssen gerade noch kurz reden. Und zwar habt ihr ja schon so ein paar Eindrücke gesehen und ihr fragt euch vielleicht, okay, was hat's damit auf sich? Die meisten von euch werden bestimmt schon verstanden haben, was los ist. Ich habe ein Studio gemietet für YouTube. Mein eigenes YouTube-Studio. Nach 7, 8 Monaten, dass ich das jetzt Vollzeit mache, ein Studio gemietet. Ich habe ein nettes kleines Studio gefunden, das nicht viel Miete kostet. Ich glaube, ungefähr 350 Euro kalt sind es. Geht also klar für 2 große Räume, Flur, Küche, Bad, ein kleines Bad, ne? Toilette, Spüle und so weiter. Und ich habe es die ganze Zeit noch vor euch geheim gehalten. Also heute ist der Montag, der 22. Februar. Wir sind drinne seit kurz vorm Wochenende. Und ich wollte das vor euch ein bisschen geheim halten, weil ich... Danke, Siri. Und ich wollte das vor euch geheim halten, damit die Überraschung jetzt groß ist. Und ich hoffe, die ist in der Zukunft gelungen, weil in meiner jetzigen Gegenwart am 22. ist hier noch nichts fertig. Es sind noch kaum Möbel da, wir haben die Wand erst einmal gestrichen, müssen wir aber nochmal drüber gehen. Es steht alles noch komplett kreuz und quer. Internet ist noch nicht da, da müssen wir uns gleich drum kümmern und ganz, ganz viele andere Sachen, die wirklich noch Krise sind. Und ich bin, das ist so ein Ding, ne, das habt ihr jetzt natürlich nicht mitbekommen, wahrscheinlich die letzten 2 Wochen, aber es ist noch so viel zu tun. Holy shit. Und ich hoffe, wenn ihr dieses Video seht, dann ist das im 14-Stunden-Stream und das alles geklappt hat. Und ich hoffe, die Überraschung gelingt mir und ich hoffe, ihr feiert es genauso krass wie ich. Und damit ihr es feiert, mache ich jetzt auch weiter und sehe zu, dass das Ding hier bis zum 6.3. fertig ist. Also, let's go. So, ich gebe euch nochmal eine kurze Tour, wie es jetzt aussieht, damit man hoffentlich eine Veränderung feststellen kann. Das habe ich euch jetzt schon gezeigt. Da haben wir schon die Wand gestrichen, muss ich aber gleich nochmal drüber gehen, weil man sieht, da sind auf jeden Fall einige Stellen, die sind noch nicht so perfekt geworden. Farbe habe ich am Start, da müssen wir gleich drüber gehen. Deswegen steht auch schon das Licht hier, damit ich das gleich schön ausleuchten kann. Dann haben wir einen riesen Flur, der im Moment noch Chaos pur ist. Hier kommt dann eine fette, fette Wand hin mit den ganzen Pfeifen und so. Und hier haben wir dann einen Studioraum. Also das drüben wird Büro und das hier wird wirklich Studio. Deswegen hängt hier auch einfach so ein fetter, fetter Vorhang an der Wand. Da kommt das Set hin, wie ihr es von mir daheim schon kanntet, aus meinem Wohnzimmer, was ja nie ein Wohnzimmer war, sondern eher mein Studioraum. Und an die Wand kommt ein neues Set, das ihr noch gar nicht kennt. So, und dann gehen wir mal rüber, den Flur entlang. Und dann haben wir hier noch eine kleine Küche. Mal Licht einmal, eine kleine Küche, sieht aus wie Chaos. Wir haben bis jetzt nur einen Tabak hier. Das ist Black Nana. Und noch eine kleine Toilette, aber ich habe noch nichts sauber gemacht und so. Muss ich dann alles noch machen. Ein paar Köpfe haben wir schon hier, aber nur noch keine Callout 1 Plus. Nur hier irgendwie so, ja, weiß ich nicht, was das ist hier. Ne? Aber so Sachen haben wir hier rumliegen. Zeppelin und sowas, der Kaya und so, die haben wir dann alle hier mit rüber genommen. Ja, das wird noch sehr viel Arbeit. Das wird noch sehr, sehr viel Arbeit. Heute sollte theoretisch das Internet angeschlossen werden. Das heißt, ich werde jetzt gleich mal den Router dranhauen und mal gucken, ob wir Internet haben. Das ist zum Beispiel auch noch ein Riesen-Krux, ne? Also wenn Internet nicht geht bis zum 6.3., was will ich dann hier streamen, ne? Oder was soll ich hier streamen? Wie soll das überhaupt gehen? Schauen wir mal. Wir kümmern uns um Router. Boah, wie gehen denn diese Dinger hier auf, Alter? Drehst links rum, geht nicht auf. Drehst rechts rum, geht auch nicht auf. Perfekt. Rein damit. Power hat er. Ja, sonst muss ja nichts dran, oder? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich lasse den einfach mal 5 Minuten stehen. Vielleicht muss der noch durch so ein erstes Setup oder so. Okay, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Aber Power/DSL leuchtet gerade. Was eigentlich bedeutet, dass wir online sein sollten. Oh, yes. Oh, yes. Leute, wir sind online. Sehr nice. Internet geht. Oh, Junge, da fällt mir so ein Riesenstein vom Herzen. Ey, holy shit. Wir sind online. Und wir haben 100% von der Leistung, die uns die Telekom-Leitung gibt. Also, es gab mehr Download, aber es gab nicht mehr Upload. Und Download ist mir relativ wurscht. Ich brauche Upload. Und wenn es nicht mehr als 40 gibt, dann reicht mir eine 100.000er und 40.000er ab. Aber geil, Leute, wir haben einfach fucking Internet. Das war so ein wichtiger Schritt. Was wir dann jetzt auch noch machen können, ist unsere Alexa einrichten, die ich, wo habe ich die? Irgendwo habe ich die.
vielleicht noch im Auto, unsere Alexa einrichten und dann habe ich A, Musik und B, Alexa, weil Siri kacke ist. So, ich habe hier den großen neuen Echo geholt, weil, das ist dieses Ding hier. Dieses Ding hier ist auch eine Zigbee Bridge. Muss euch nichts sagen, Zigbee Bridge brauchst du, wenn du Smart Home Shit machen willst, also smarte Steckdosen, dann kann ich später einfach sagen, ey Alexa, mach mir die Kohle an, Alexa, mach mir meinen Studioraum an, Alexa Studio 1 oder Set 1 an, Alexa Set 2 an oder so. Und wenn ich das alles smart mache, dann kann ich das alles über den Gerät hier steuern. Das heißt, den hauen wir jetzt mal in die Steckdose und gucken mal, ob alles funktioniert. Der Einrichtungsmodus ist jetzt aktiviert. Folge Voila. Den Anweisungen in deiner Alexa-App. Warum wird das nicht orange? Ich soll hier erst weitermachen, wenn du orange. Jetzt bist du orange. Alles gut, danke. Kuss geht raus. Searching for devices. Echo. War wohl der Richtige? Dein Echo ist bereit. Mashallah. Alexa, spiel Shisha-Cast von Spotify. Ich kann den Song Shisha. Alexa, spiel den Podcast Shisha-Cast auf Spotify. Ich konnte Shisha Cars auf Spotify nicht finden. Nicht Shisha Cars. Shisha Cast. Alexa, spiel Shisha Cast auf Spotify. Shisha Cast wird abgespielt auf Spotify. Episode 7. Halt nur von der Arbeit her, dass manche da von manchen. Mashallah, wir haben Musik. Wunderbar. Dann können wir uns jetzt als nächstes ans Streichen machen. Als nächstes müssen wir streichen, aber nicht so, sondern. In alten Sachen natürlich, ne? Ja. Wir legen los. So, wir haben jetzt hier noch die Wände gestrichen. Also ich bin nochmal über die Wände drüber. Und dann mit Hilfe von Papa haben wir hier noch Teppich verlegt. Der darf jetzt über Nacht ausliegen und morgen wird er dann zugeschnitten. Der Flur ist dezent vollgestellt mit allem, weil es soll ja jetzt möglichst wenig auf unserem schönen Teppich hier liegen, damit der eben ausliegen kann. So, Couch und Stuhl jetzt hier rüber, hier liegt auch noch Teppich. Internet haben wir heute wenigstens geschafft, die zwei Teppiche sind drin, ich habe beide Wände neu gestrichen. Morgen wird der Teppich zugeschnitten, morgen kommt der Schreibtisch, aber jetzt ist es mittlerweile gleich 9:30. Das heißt, wir gehen jetzt heim, duschen und endlich ein schönes Köpfchen rauchen. Feierabend für heute auf jeden Fall verdient. So, kurzes Update von heute. Die Wand ist ja jetzt endlich fertig. Sofa steht hier, der Bambus schon mal und ganz wichtig, der Teppich ist drin. Ja? Das haben wir heute erledigt. Teppich geschnitten, wunderbar. So, der Schreibtisch ist gekommen. Teppich konnte über Nacht ausliegen. Tag, weiß ich nicht, wie viel beginnt. Der nächste Tag beginnt halt, mein Gott. Ja, jetzt bauen wir mal den Fancy Ergotopia Schreibtisch auf. Und hier drüben haben wir auch wieder den Schreibtisch 2 rein. Mein Schreibtisch habe ich ja heute aufgebaut und ebenfalls Teppich drinne, Teppich geschnitten, Teppich gesaugt. Wunderbar. So, Köpfchen Darkside. Das erste auf meinem neuen Schreibtisch wurde gerade geraucht. Jetzt geht's ans Arbeiten. Die Latten müssen an die Wand, damit dann Regips drauf kann. Und nach dem Regips dann irgendwann diese Styropor machen, ne? So, Regipsplatten schneiden wir gerade und die ersten beiden hängen schon an der Wand. Die sind dafür da, dass wir dann diese Styropor-Dinger hier, diese Steinoptik-Styropor-Dinger da mit Silikonkleister da dran klatschen können. So, die letzte Reihe von der Steinwand ist jetzt auch dran und hört nochmal genau, wie es klingt, weil als nächstes kommt dann hier dieser Stoff dran, der dafür sorgen soll, dass der Raum hier ein bisschen toter wird vom Hall, weil im Moment heilt es schon noch, aber ich denke, wenn wir an die Wand den Stoff gehängt haben und an die Wand hier oben auch noch der Stoff dran kommt, dann wird das schon ganz anders klingen.
Maschallah, die erste Molltonwand hängt. Hier kommen noch Möbel davor. Deswegen ist die Fläche hier glatt und hinten ist gewellt. Und das packen wir jetzt gleich auch nochmal an diese Wand hier. Und zwar komplett. Aber erstmal müssen wir noch ein paar Kabelkanäle umbringen. Umbringen? Unterbringen. Vielleicht bringen wir auch ein paar Kabel um, oder Matze? Vielleicht ist das, ja. So, Molltonwand 1 habe ich euch ja schon gezeigt. Und wie klinge ich? Ich meine, es stehen ja immer noch keine Möbel drin, aber der Audio, der Klang von dem Raum sollte deutlich geiler sein. Die Wand ist glatt und dann, wie gesagt, hier das Gewölbte. Das wird die Setwand 1 und dann haben wir hier nochmal Mollton komplett an die zweite Wand. Das wird dann auch nochmal schöner gemacht, dass das ein bisschen angenehmer hängt wie hier. Aber das in Verbindung mit den Möbeln, wenn die dann noch drin sind und so, sollte echt Killer werden. Ja, wie gesagt, hier kommt dann ein Set mit einer Couch hin und hier drüben kommt das gewohnte Shisha-WG-Set hin. Sehr, sehr wild. Und in der Mitte kann dann die ganze Technik stehen, aber holy shit, wir haben den Raum einfach fast fertig. Jetzt können wir anfangen, Möbel reinzustellen und... Aber ich darf ja auch noch gar nicht alle Möbel rüberschaffen, weil die müssen ja noch im Wohnzimmer bleiben, damit ihr im Livestream in der Vergangenheit keinen Verdacht schöpft, dass wir hier irgendwas am Werken sind. Deswegen werden die ganzen Möbel am 4.3. rübergeschafft. Ich lasse am 4.3. habe ich den Stream ja ausfallen lassen. Jetzt wisst ihr auch warum. Und da haben wir die ganzen Möbel rüber geschafft und ja, weiter geht's. So, schon sogar mit Akzentlicht hinten dran, zwar noch verdreckt wie sonst was, aber hier steht jetzt die Couch und Pflänzchen. So, heute geht's schon auf Undercover-Basis los, hier die ganzen Köpfe umzuziehen, weil, das seht ihr ja nicht im Streaming-Setup, das heißt, das können wir auch schon machen. Oh, da muss man aber auch nochmal Staub wischen, du. Eieiei. Der Hausmann ist am Start. So muss das aussehen. Wunderbar. So, heute haben wir den Flur leer geräumt, da hat sich allerhand Müll angesammelt. Jetzt muss nur dieser Schrank raus. Am Dienstag kommen dann die IKEA-Regale, die komplett diesen Flur entlang gehen werden. Voll mit Pfeifen, Kohle, Tabak und Köpfen. Aber nach getaner Arbeit rauchen wir jetzt hier noch schnell ein entspanntes Köpfchen, bevor es dann in, weiß ich nicht, 2,5 Stunden ist schon wieder streamt. Na gut, entspanntes Köpfchen, rüberfahren, aufbauen und weiter geht's. Oh, ich glaube, da kommen gerade die Regale. So, da sind die Geräte. 9 IKEA-Regale dürfen wir jetzt aufbauen. Und dann machen wir uns auch direkt mal ins Erste, oder Lukas? Angriff. Aber nicht wieder in den Kram fahren, wie bei CS immer, ne? So, kurzer Zwischenstand. Wir sind an Regal 5 von 9. Das heißt, das müsste ungefähr Halbzeit sein. Beziehungsweise fehlt uns noch ein großes und noch 3 kleine. In die kleinen soll, weiß ich nicht, Köpfe, Kohle, Tabak. Und in die großen, das wird eine komplette Wand voll mit Pfeifen. Und da hinten ist die Regie. Wink mal, Regie. Wink mal. Hallo. Alright, 9 Regale sind aufgebaut. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, drei große hier hinzustellen, dann die 3 kleinen in die Mitte und dann nochmal hier 3 große hinzupacken. Und das wird alles voll mit Shisha-Kram sein. Diese ganze Wand. So, die Regalwand steht. Die ersten Pfeifen, die schon im Studio sind, wurden schon eingeräumt. Das sieht schon sehr, sehr geil aus. Jetzt müssen wir uns noch hier um den ganzen Verpackungsscheiß morgen kümmern, ne? Den Weg zur Tür frei machen. Damit wir überhaupt rauskommen. Oh, nein! So, heute haben wir noch die LED-Strips geholt. 6 Meter lang für 6 Meter Regal. Und die erste Reihe ist drin. Und ich finde, es sieht killer aus. Oder, Oma? Hallo. Sieht gut aus, oder? Ja, sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. So, es geht ganz gut vorwärts. 2 Reihen haben wir. Fehlen unten noch 2 und gerade kommt noch eine oben drauf. Aber der Flur wird richtig hell. Also ich glaube, wir brauchen, wenn hier die Dinger hängen und hier das SWG-Sign noch an der Wand ist, dann brauchen wir fast keine Beleuchtung mehr, glaube ich. Holy shit, sieht aus.
das geisteskrank aus. Wir sind fertig mit den Regalen und mit der Beleuchtung. Es sind aber immer noch einige Pfeifen drüben, weil heute Abend nämlich noch der letzte Livestream vor dem 14-Stunden-Stream ist. Das heißt, hier müssen dann noch, ihr seht es auch, wir haben noch Platz, wir können auch ein bisschen zusammenschieben. Aber ja, heute Abend ist der letzte Stream vor dem 14-Stunden-Stream. Deswegen müssen heute Abend noch ein paar Pfeifen bei mir daheim sein, damit ihr keinen Verdacht schöpft. Aber einige haben wir auf jeden Fall schon mal rübergeholt. Und das ist geisteskrank. Guckt euch mal die Sicht vom Eingang an. So, wenn man jetzt die Tür hier reinkommt und hinter ins Büro gehen will, muss man einfach an dieser kompletten Wand hier vorbeilaufen. Geisteskrank. Das wird natürlich alles noch ein bisschen schön gemacht und aufgeräumt, ne? Wir sind noch nicht ganz fertig, aber ja. Ich finde, das sieht einfach killer aus. So, heute geht der Umzug weiter. Die Wand, die wir aus so vielen Videos kennen, wird heute ziemlich leer und traurig sein, wenn wir fertig sind. Und noch ist einfach nur Chaos. So, die Möbel einräumen in den Bus. Dann fahren wir alles rüber. Das Wohnzimmer sieht aus wie Scheiße. Ich hoffe, Mia dreht mir nicht den Kopf um. Aber dafür ist dann bald richtig Wohnzimmer und nicht mehr Wohnzimmer / Marvins Arbeits-Shisha-Zimmer-Ding. Oh! Wie er da herankommt. Schritt 1, Kohle bringen. Schritt 2. Tada! So, Corona-Test ist gemacht. Hier. Jetzt müssen wir eine Viertelstunde auf dem Parkplatz chillen und die Ergebnisse direkt aufs Handy. Sind wir mal gespannt. Ne? Daumen drücken. So, SWG-Schild noch an die Wand gehängt. Genau gegenüber von dem Pfeifenregal jetzt das nice SWG-Sign an der Wand. Für den Stream-Hintergrund müssen wir uns dann noch was anderes überlegen, weil ja, das hängt jetzt wohl hier. Auch hier drüben geht es stark voran. Das ist natürlich nicht, wie es final im Studio bleiben wird. Wie gesagt, hier kommt die eine SWG-Set-Wand hin. Aber für den 14-Stunden-Stream bauen wir hier gerade die Regie auf mit Streaming-Computer, zwei Monitore für den Streaming-PC. Das heißt irgendwie Chat und OBS. Hier ist noch die Regiekontrolle mit dem Atem, womit wir die Kameras switchen können. Da drüben ist das Audio-Rack. Und ja, hier bauen wir dann gleich später noch das Set auf. So Leute, hier nochmal der Blick aus der Regiezentrale für den 14-Stunden-Stream. Hier wird dann die Regie sitzen, hier kommen noch dicke Audio-Mischpulte hin. Der Atem ist schon am Start, mit dem man dann die Kamerapositionen switchen kann. Und dann kann die Regie immer mal einen Blick über die Monitore werfen und sieht uns da hinten im Set rum. Es wird so geisteskrank. Da hängt auch schon die Kopfbaucam. Also das wird, der Kopfbaucam, das wird einfach wild. Geisteskrank, könnte man sagen. So, die Kopfbaucam hängt auch an der Wand. Das hier wird die Kopfbaustation. Dann kann da so Tabakzeug stehen und so. Hier kommt noch eine schöne Matte hin. Dann kann man hier immer ein paar Köpfe hinstellen und so. Da kann man sein Köpfchen hinstellen und dann kann man das so immer direkt filmen. Wunderbar. So wird dann unsere Perspektive während des Streams sein. Wir haben da den Fernseher, an dem ist der Atem Mini. Das ist ein Gerät, um die ganzen Kameras zu switchen. Wir haben festgestellt, dass die Kopfbaukamera mit dem 20 Meter Kabel nicht funktioniert. Das heißt, wir dürfen morgen früh beim Mediamarkt noch kleine holen. Da seht ihr übrigens, wie ich hier gerade schön mit meinem Handy den Vlog drehe. Und jetzt testen wir mal, wie hier ein Pfeifchen läuft, oder Jungs? Auf jeden Fall. So, Ton ist hier das Atem, um Video zu switchen. Zack, ist hier. Da ist der Vorschau-Monitor, wo noch die Flurcam und noch die Kopfbaucam reinkommt. Das wird die Hauptcam sein, das wird die B-Cam sein und ja, hier sieht man wie gesagt noch die anderen zwei Vorschauer. Der Monitor ist auf den Fernseher hier hinten dran gespiegelt, also da unten. Und der Monitor ist auf den kleinen Bildschirm da drüben gespiegelt, zeige ich euch jetzt. So, also von der anderen Seite sieht es so aus, das ist das Set. Und wir haben dann hier zwei Monitore. Unten sehen wir einmal, was die aktuelle Kamera sieht und da können wir dann immer den Chat sehen. Die Main-Kamera ist die in der Ecke hier tatsächlich, die da so eingebaut ist. Das ist die, die jetzt hier gerade an ist. Und die Kamera hier, die wird direkt auf mich gehen. Ich werde meistens auf dem Sessel sitzen. Ist ganz gut geworden, oder? Auf jeden Fall. Morgen muss noch aufgeräumt werden, weil hier sieht es noch scheiße aus. Und im Flur sieht es auch noch richtig Krise aus. Und damit
Willkommen im fertigen Streaming-Setup. Audio am Start. Der Atem Mini mit allen Kameraperspektiven, die ihr die nächsten Stunden noch sehen werdet. Hier einfach umstellbar über das Pult und dann rüber switchbar. Am besten nicht auf schwarz, sondern auf was Schöneres. Kopfbaucam und so weiter. Die Monitore, wo wir gerade noch das Video fertig geschnitten haben. Es ist übrigens abends, Freitagabend, 7:45. Wir machen gleich noch den Audio-Test. Speaking of Audio. Hier ist ein bisschen Audio-Equipment und damit, Basti ist am Start. Viele haben gerätselt, wer der letzte Gast noch sein wird. Es ist der Basti. So sieht das Set aus. Wir haben hier eine Kamera für euch. Wir haben da hinten eine Kamera für euch. Wir haben da noch eine Kamera für euch auf der Kopfbaustation und wir haben die Kamera im Flur. Aber ich würde sagen, wir haben euch lang genug auf die Folter gespannt mit diesem Video. Übrigens, ich freue mich schon sehr, den Chat zu verfolgen, während ihr das Video seht. Ich denke, einige werden nicht damit gerechnet haben. Ich bin sehr gespannt, was ihr im Chat schreibt. Leute, ich würde sagen, jetzt wirklich lange genug auf die Folter gespannt. Es ist Zeit. Rein in die Masse. 14-Stunden-Stream. Let's go.